So, vom Kino geht's jetzt in die Wohnung. So, ich bin wieder unterwegs. Ich will mal heute in ein Kino gehen in Russland. Es läuft irgendwie ein Film, der heißt Shanxi oder so ähnlich. Ja, den gucke ich mir jetzt an, ist so ein Marvel-Film. Bin gespannt, wie der wird. Hier, da sieht man schon das Plakat. Shanxi. Ich weiß nicht, wie es im russischen Kino abläuft und wie viel da auch ein Ticket kostet. Bin mir hier gespannt. Hier befindet sich übrigens der Eingang zum Kino und hier ist einfach ein Markt vor dem Kino. Mit vielen Produkten. Lebensmitteln. Ja! Und Kartoffeln. Ready? So, der Film ist jetzt vorbei und ich war alleine im Kino. Es ist 13 Uhr, wahrscheinlich haben alle noch Schule. Und ich gehe jetzt mal schnell raus aus dem Kino. Ich war ganz alleine und der Film war gut. Ich habe sehr viel verstanden. Und es hat übrigens 250 Rubel gekostet, der Eintritt, also circa 3 Euro. So, vom Kino geht's jetzt in die Wohnung von Matvey, in der ich jetzt gerade wohne. Ich bin gerade hier im Zimmer, wo ich schlafe, dort. Aktuell ist Matvey mit seiner Mutter verreist. Aber am Anfang schlief dann hier oben noch Matvey. Und Matveys Mutter schlief in einer Hängematte, die irgendwie von hier nach dort ging. Und die hang, weil die Mutter kann nur noch in der Hängematte schlafen, wegen ihrem Rücken. So, und dann ist hier noch, wenn man hier weiter guckt, so ein kleiner Balkon. Der ist hier mit Fenstern, die kann man auch aufmachen. Dann ist man hier schon an der frischen Luft. Genau das Zimmer. So, und von diesem Zimmer hier geht's jetzt weiter. Ich mache das hier mal ungeschnitten, damit man sieht, wie die Abstände hier sind, in den Flur. Hier ist der Flur. Hier hängt meine Jacke. Hier ist ein Stuhl und hier ist die Wohnungstür. Also hier geht's raus. So, und dann kommt man hier. Ist hier ein weiteres Zimmer. Dort lebt der Bruder Matveys, Anton. Und hier. Also der schläft hier. Und es geht weiter. In das Bad, das in zwei Teile geteilt ist. Einmal in Dusche und Waschbecken. Mit der Waschmaschine. Und einmal hier in die Toilette, in das eigentliche Klo. Und dann geht es hier noch einmal weiter in die Küche. Das ist das letzte Zimmer. Die kleine Küche. Alles klar. Ich würde sagen, das war die Wohnung. Und bis zum nächsten Video und abonnieren nicht vergessen.